als im Arsch. Es hat sich an, als wäre es von dort gekommen. Oh, du bist heruntergefallen, nicht wahr? Geht es dir gut? Hier, nimm meine Hand. Zwergi, hm? Das ist ein schöner Name. Mein Name. Okay. Wo sind wir gelandet? Im Wasser. Okay. Da muss gespeichert werden. Der Wasserfall scheint von der Höhendecke herabzufließen. Manchmal fliegen hier Müllteile herunter. Direkt in den endlosen Abgrund. Dieser endlose Zyklus aus wertlosen Müll erfüllt dich mit Entschlossenheit. Wundervoll Müllhalter. Gespeichert. Der Müllhaufen, hier sind einige Marken, die du wieder erkennst. Okay. Nur Müll. Nochmal Müll. Müllhaufen, hier sind einige Marken, die du wieder erkennst. Ah ja, ein Fahrrad. Legst deine Hand auf das rostige Fahrrad. Von der Hupe kommt ein komisches Ächzen. Ein kümmerliches Ächzen. Nur Müll. Zeug, das weggeschmissen wurde. Ein kaputter Desktop-Rechner. Das Innere ist leer. Müll. Es ist eine Kühltruhe. Es ist kein Markenprodukt und wurde kaum genutzt. Im Inneren befinden sich ein paar gefrorene Riegel mit Astronautenfutter. Einen Riegel nehmen. Ja, warum nicht? Du lässt das Astronautenfutter. Da wird eine Attrappe. Ein Schrotthaufen. Es ist eine DVD-Hülle zu einem Anime. Zittrige Spuren von Klauen sind an den Ecken. Aha. Sieht aus wie eine gewöhnliche Attrappe zum Trainieren. Willst du zuschlagen? Auf gar keinen Fall. Er starrt euch für einen kurzen Augenblick in die Augen. Oha, eine böse Attrappe. Hahaha, du bist wohl zu verschüchtert, um gegen mich zu kämpfen. Was? Ich bin ein Geist, der in einer Attrappe lebt. Mein Cousin lebt auch in einer Attrappe, bis du aufgetaucht bist. Als du zu ihm sprachst, dachte er, es handele sich um ein nettes Gespräch, aber die Dinge, die du gesagt hast, schrecklich, schockierend, unglaublich, es hat ihn direkt aus der Attrappe verjagt. Mensch, ich werde deine Seele aus deinem Körper verjagen. Okay, böse Attrappe blockiert den Weg. Tat, reden, red's mit der Attrappe. Sie scheint nichts für Plaudereien übrig zu haben. Keiner ist damit glücklich. Los, 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 los! Okay, ausweichen. Ich sagte ausweichen. Oh, ihr Idioten! Was greift's jetzt nochmal an, oder was? Passt auf, wo ihr mit eurer Magie zielt. Hey, du, vergiss, dass ich etwas über Magie gesagt habe. Du redest mit der Attrappe. Sie scheint nichts von drin übrig zu haben. Keiner ist damit glücklich. Ich besiege dich und nehme deine Seele. Oh nein, dann müssen wir die erstmal aushalten. Ah, okay. Angriff auf die Attacke feuern. Ihre eigenen Attacken auf sie feuern. Ist mit der Attacke, sie scheint nichts für Blonderin übrig zu haben. Wenn das damit glücklich. Okay, alles auf. Du
böse Attrappe kommandiert sich geschossen herum. Und ich will Game Over. Ich werde das Fenster eines tollen Geschäfts zieren. Oh nein. Item. Wo ist mein Nice Screen? Nice Screen. Wünsche ein Schild. Sehr schön. Dann wird alles, was ich möchte, mir gehören. Steht sie da drüben? Böse Attrappe verliert Baumwolle über die gesamte Textbox. Red mit der Attrappe. Mir scheint nichts für Plaudieren. Plaudereien übrig zu haben. Keiner ist damit glücklich. Was? Da, ich denke, das recht mein Cousin. Irgendwas. Kann man verschulen? Kann man nicht. War noch einmal sein Name. Was soll ich denn wissen? Der wurde mir nicht gesagt. Egal, egal, egal. Ups, ausweichen. Und weiter treffen. Item. Screen. Sind diese Clown natürlich ins Spiel fürchterlich geil. Nach dann kommen wir werden die doch weiter treffen können. Hier. Das ist aber von den Baumwolle über die gesamte Textbox los. Schwach, schwach, schwach. Okay, verschwunden kann ich die nicht. Und drehen bringt auch irgendwie nichts. Ich werde dann auch getroffen. Hey Leute, Dummies, Dummies, Dummies. Erinnert ihr euch, als ich sagte, nicht auf mich zuschließen? Also, Fehler, ihr seid gefeuert. Ihr werdet alle ersetzt. Jetzt wirst du meine wahre Macht spüren. Setz auf Leute, die kein Müll sind. Mechanisch, Rüschaffeln. Erstmal Ice Cream. Dummy Bots. Oh, Scheiße. Oh ja. Das ist schlecht. Dummy Bots. Wie soll ich denen ausweichen? Jetzt bin ich Game Over. Ja gut, das ist jetzt blöd. Wie sollen wir die jetzt besiegen? Das ist ja schön. So, hier haben wir gespeichert. Hier in dem Raum war. Der Desktop-Computer. Ja, den will ich mitnehmen. Hast du noch ein Futter? Und die wurde hier von einem Anime. Na dann. Wer zuschlagen, vielleicht die bessere Lösung? Da-dum. Ah, sieht so ähnlich. Ein Geist in der Trappe und so weiter. Es gibt den Dialog, weil den hatten wir schon.
so tat. Reden, auch wenn es nichts bringt. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall schon von Anfang an sie voll treffen. Oh, ihr Idioten! Passt auf, wo ihr euch mit eurer Magie hinzieht. Hey, du, vergiss es. Ich hätte was über Magie gesagt. Besser Trapper scheint nervös zu sein. Es geht einfach erstmal weiter. Schön ausweichen und reden. Und weiter reden. Nicht zu hin, okay. Ich lasse mich leider auch viel zu oft treffen. Den bringt wohl nichts. Was machen wir dann, wenn sie die Bots einführt? Screen. Na dann. Mal in die Richtung. Okay. Was machen wir gegen die Bots entkommen? Gegen ist ja scheinbar nicht die Möglichkeit. Aber was machen wir dann dort? Schon werden wir sie wahrscheinlich nicht machen können. Am Ende. Und vielleicht können wir trotzdem irgendwie ausweichen. Hier gibt es da trotzdem irgendwie einen Weg, wie wir da. Ansonsten Ausweichkunst. Okay, die Phase. Verliert Baumwolle. Okay. Und weiter. Glücklich. Egal. Böse Trappe. So, jetzt hier. Los. Hey Leute. Dummies, Dummies, Dummies. Könnt ihr euch, als ich sagte, nicht auf mich zuschießen. Also, Fehler, ihr seid gefeuert, ihr werdet dann ersetzt. Hahaha, jetzt wirst du meine wahre Macht spüren. Das sind auch Leute, die kein Müll sind. Dann nochmal ein Ice Cream. Oha, die können ja raus. Ja, stimmt. Und die können rausfliegen. Das ist gut. Ich ging wieder dahin, auf die zu schießen. Ob sie selbst schießt. Nein, nein. Hm, daneben. Ich verstehe, worauf das hinaus soll. Muss man ein bisschen ausweichen lernen. Ein bisschen Schaden hat sie gekriegt, oder? War ich das? Astronahrung. Vollständigkeit. Okay. Oha. Oha, was soll denn das jetzt mittendrin? Verdammt. Unfair. Und
Sehr schön. Unmöglich. Die sind sogar schlechter als die vorherigen Leute. Wen kümmert das? Ich brauche keine Freunde. Was? Ich habe ein Messer, dem ich auch was helfen kann. Ich habe kein Messer. Aber das ist egal. Du kannst mich nicht verletzen und ich dich nicht. Du wirst hier festsitzen. Für immer. Für immer. Für immer. Was zur Hölle ist das? Säureregen. Ach, vergiss es. Ich bin hier weg. Der nochmal Nupa Blub. Entschuldige, ich habe dich gestört, oder nicht? Als ich kam, ist dein Freund sofort verschwunden. Oh nein, es schien ihr hättet Spaß gehabt. Och, nicht so schlimm. Ist in Ordnung. Oh nein, ich wollte nur Hallo sagen. Oh nein. Ja, okay. Ist in Ordnung. Naja, ich will jetzt nach Hause gehen. Komm doch mal vorbei, wenn du möchtest. Aber mach dir keinen Stress. Ich verstehe, wenn du beschäftigt bist. Ist schon in Ordnung. Keine Sorge. Ich dachte nur, ich könnte dir das anbieten. Was anbieten? Oh, ein Safe Point. Hey, mein Haus ist hier oben. Wenn du es sehen willst oder eben nicht. Natürlich. Du nimmst eine beruhigende Stimme, bist von Entschlossenheit erfüllt. Der Westfall, stilles Gebiet. Er speichert. Ich gehe dir mal besuchen. Oh. Hallo. Abgeschlossen. Können wir hier. Oh, wir können hier rein. Hallöchen. Oh, du bist echt gekommen. Entschuldige, ich habe nicht damit gerechnet. Hier gibt es nicht viel, aber mach es dir ruhig bequem. Die CD trägt den Titel Spook Tunes. Am Spielen? Warum nicht? Du spielst die CD. CD trägt den Titel Spook Wave. Abspielen. Ja. Aha. Spielst die CD. Boah, auf Kopfhörern besonders gruselig. CD trägt den Goldlink Musik. Gulliday Musik. Abspielen. Spielst die CD. Ein Spinnennetz. Ein Flyer für einen Kuchenverkauf liegt dabei. Okay, da fand ich die Musik noch am besten. Spook Tunes. Ja, das fand ich noch am besten von allen. Oh, hast du Hunger? Ich kann dir etwas zu essen machen. Es ist ein Geister-Sandwich. Willst du das probieren? Du versuchst das Geister-Sandwich zu beißen. Es gleitet einfach durch. Oh, ich vergiss es. Nach gutem Essen lege ich mich am liebsten auf den Boden und fühle mich wie Müll. Das ist eine alte Familientradition. Möchtest du mitmachen? Warum nicht? Okay, folge mir kurz. Los geht's, solange du dich nicht bewegst, bleibst du liegen. Also bewege dich nur, wenn du aufstehen möchtest. Okay, die Musik, die passt jetzt nicht wirklich. Ui. Das
Universum. Deine Musik passte nicht zum Liegen. Eher zum Marschieren. Oha. Unsere Welt ist um. Die Ränder sind am Wabbeln. Alles ist am Wabbeln. Der Horizont hat sich erweitert. Aha. Oder wir kriegen gerade einen Schlaganfall. Das kann es auch sein. Entweder das. Und die Welt hat sich erweitert. Aha. Wir können aufstehen. Nun, das war noch nett. Vielen Dank. Oha. Ja. Oh, das ist mein Fernseher. Es gibt eine Sendung, die ich ganz gerne sehe, manchmal. Der Internetbrowser ist offen und zeigt ein Musikforum an. Okay. Oh, sobald du den Text kennst, kannst du einfach mitsingen. Sehr schön. Sie trägt dieses Bookwave im Spiel. Verflixt. Diese Stimmung, mein ganzer Körper gruselt sich. Okay, was sagt es denn letzten Song? Er oder sie. Oh, klassisch spukig. Solche Songs gibt es nicht mehr. Machen wir Musik aus. Gerät an. Kühlschrank schauen, öffnen. Ist leer. Okay, dann gehen wir einfach wieder, oder? Ich arbeite weiterhin an einer Mix-CD. Okay, na dann. War schön hier. Ich bin dann mal. Da können wir nochmal. Da Mix-CD aber das du. Tja, schade. Können wir nicht mal nochmal das. Das Universumserlebnis haben. Seltsam, ich arbeite gerade. Ich meine, willkommen zum Blug-Familienfarm. Ja, ich bin der einzige Angestellte. Das Geschäft lief hier einmal sehr gut, aber unser größter Kunde verschwand eines Tages einfach. Jetzt kommt hier nur so ein behaarter Mann einmal im Monat vorbei. Okay. Es ist eine Schnecke. Aus irgendeinem Grund fragst du dich, wie sie wohl schmecken würde. Aha. Schleim, Schleim. Eine lange Reise steht dir bevor. Schleim, Schleim. Geh weiter bis zum Horizont. Schleim, Schleim. So verkündet es Sam Bayon. Okay. Ein zweites Haus war schon lange überfällig. Die Schnecke zählt Dollarscheine. Die Haus verkauft. Okay. Schneckenrennen. Möchtest du ein Spiel spielen, das heißt Thundersnail?
Die Schnecken machen ein Rennen. Wenn die gelbe Schnecke gewinnt, gewinnst du. Teilnahme kostet 10 Gold. Okay, drücke wieder Z, um zum Anfeuern der Schnecke. Bereit? 3, 2, 1. Okay. Aber nicht so gut. Schnecke hat sich hingelegt. Schnecke brennt. Und Rennen beendet. Oh, du hast den Schnecke zu sehr angefeuert. Dieser Erfolgsdruck, das hat sie fertig gemacht. Oh. Kann ich nochmal spielen? Wir müssen noch einmal ein Spiel spielen, Zander Snail. Okay. Diesmal nicht so lange anfangen. Los, auf geht's. Das bringt doch nichts. Wir können doch nicht gewinnen, oder? Bleibt immer stehen, wie es dann. Na komm. Wird langsamer mit der Anführung. Rennen beendet. Oh, ich habe beide euer Bestes gegeben. Die Schnecke scheint entmutigt, sieht entmutigt aus. Der Bestes war nicht gut genug. Oh. Ja, ich weiß nicht, ob man hier gewinnen kann. Na, sehr schön. Norden Blutflur. Osten Hotland. Fragezeichen, Fragezeichen. Termidorf. Okay, ich gehe mal kurz speichern. Mal speichern. Oh, ein Ente. Dieser kleine Vogel möchte dich hinüberfliegen. Nimmst du das Angebot an? Warum nicht? Die Ente fliegt mich rüber. Sehr schön. Entenritt. Es ist gut gegangen. Juhu. Abgesenken. Ente war trainieren. Okay, wo sind wir hier? Ach so, bei ihm. Hier sind wir wieder. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja jetzt wieder. Ich überlege, das Teleskopgeschäft einzusteigen. So, das hatte ich glaube ich gesagt. Hübsch. Hübsch Deko haben wir hier. Ente fliegt mich hier rüber. Dieser kleine Vogel möchte sich nur fliegen. Ich muss das Angebot an. Wir fliegen. Hurra. Und dann gucken wir mal rechts weiter. Wie es da weitergeht. Süßes Entchen. Gefällt mir. Alles klar. Dann geht's hier wohl weiter. Kiste wenden. Nö, die zwei Ice Creams können wir noch mitnehmen. Brauchen wir nicht das ablegen. Okay. Das ist ein Fluss, wenn nichts los ist.
Hey, du da! Ich habe ein paar tolle Sachen für zu verkaufen. Ich habe das so gut wie gar kein Geld. Ach, hier ein Shop also. Reden. Über dich. Ich lebe schon eine ganze Weile, vielleicht kurz schon zu lange. Geschichte zu studieren ist wirklich leicht, wenn du so viel davon selbst erlebt hast. Das Emblem? Wie? Du weißt nicht, was das ist? Was bringt man euch Kindern heutzutage in der Schule bei? Das ist die Delta Rune. Aha, die Delta Rune. Kleine Werbung, kleine Werbeeinlage für Teil 2. Die Delta Rune, das ist ein Emblem für unser Königreich. Das Königreich. Der zweite Teil von der Nachfolge von Undertale ist Delta Rune. Ja. Der Monster. Toller Name. Was ist. Es ist, wie ich es immer sage, der alte König Fluffybands hat es einfach nicht mit Namen. Bedeutung des Emblems neu. Das Emblem datiert die Geschichte zurück. Die echte Bedeutung ist verloren gegangen. Alles, was wir wissen, ist, dass das Dreieck unsere Monster darstellt und. Uns muss darstellt und der geflügelte Kreis darüber etwas anderes. Die meisten Leute sagen, es handele sich um Engel, der Prof aus der Prophezeiung. Ah, okay, er muss jetzt zurück reingepatcht oder was. Das war vorher nicht da. König Fluffybands. Er ist ein freundlicher und gesorgloser Kerl. Wenn du ein wenig weiter reist, wirst du ihn bestimmt treffen. Er liebt es zu wandern und mit den Leuten zu plaudern. Wie, warum nicht? Reborn Fluffybands nenne? Oh, das ist. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich erinnere mich nicht. Aber wenn du ein wenig später zurückkommst, bin ich mir sicher, dass ich mich zurückerinnere. Antein? Richtig. Sie ist eine regionale Heldin. Sie hat sich alleine mit Mam und mit Mum, mit Mum und Entschlossenheit an die Spitze der Königsgarde gekämpft. Sie kam erst vor kurzem hier vorbei, fragte nach jemandem, der genau wie du aussah. Ich würde aufpassen, Kind, und ein paar Items kaufen. Es rettet vielleicht dein Leben. Wow. Das kann schon passieren, aber. Wir gehen mal lieber. Wir haben eh kein Geld.